Hallo Leute und willkommen hier heute mal wieder zu einer neuen Folge vom Fernbus-Simulator. Ja, das Spiel hatten wir schon eine Weile nicht mehr und ja, ich denke, heute wird es wieder Zeit für eine kleine Tour. Wir fahren von Magdeburg bis in die Hauptstadt von Deutschland nach Berlin. Und ja, jetzt würde ich sagen, labe ich gar nicht so viel rum und starten wir direkt rein. Let's go! Okay Leute. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir los. Wie ich vorher schon gesagt habe, es geht von Magdeburg, wir müssen die Leute jetzt hier schon mal abholen, nach Berlin. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie Berlin so dargestellt ist. Ich glaube, wir waren noch tatsächlich noch nie in Berlin, im Fernbus-Simulator. Und ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt. Hier können wir natürlich mal ein bisschen kurz überholen, weil das geht jetzt hier auf jeden Fall nicht. Das ist ja also wirklich schlimm. So, also hier in Magdeburg ist auf jeden Fall ganz schön was los. Hier nach links. So, das war ein bisschen schön. Wir haben übrigens den Doppeldeckerbus, nur zur Information, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich fahre. Das merkt man auf jeden Fall auch direkt, dass es ein bisschen größerer Bus ist. Auch immer wie saftig, wie clean ich hier durchfahre. So, hier kommt das Bieper. Bam. Alter, mein Lenkrad. So, nach rechts. Und jetzt, okay, was ist jetzt los? Ist ein bisschen komplett geleckt, okay. Okay, gut. Dann würde ich sagen, check ich mal kurz die Leute ein. Und ja, wir sehen uns gleich nach dem Cut. So Leute, gut, falls man mich jetzt hören kann bei diesem Lärm, ich habe ausnahmsweise mal alle richtig eingecheckt. Und gut, ja, guten Tag, Damen und Herren. Jetzt müssen wir ja auch noch gehen. Ja, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu dieser guten Fahrt hier. Ich hoffe, euch wird es gefallen und ja, in das Herzstück Deutschlands nach Kein Berlin. Balken. Was ist denn mit dem Also WLAN man kann mich nicht mal ausreden lassen. Also das ist ja schon echt schlimm. So. Hier schlängeln wir uns kurz durch. Also in Magdeburg ist wirklich was los. Ich bin schön eingereiht. Das ist ja die reinste Buckelpiste. Nein, das nennt man Reißverschlussverfahren. Oh Gott. So, jetzt halten wir tatsächlich mal an der Tankstelle, Leute. So, hier rein. So. Stehen geblieben. Denn wir machen jetzt hier diese. Geht das? Oder die Tasche? Nur über Glocketasche. Ah ja, hier genau so ging's. Das WLAN, Küchen, WC, Leseleuchten und Temperatur machen wir hier auf. Ah, es ist eigentlich draußen richtig heiß, machen wir 18 Grad. Dann haben die es schön kühl. Sonst haben wir, glaube ich, alles gemacht. Ja, ich denke, wir haben alles gemacht. Okay. Hier draußen wartet, Leute. Hier kann man auch nochmal sehen, wir haben den Doppeldecker, den großen. Auf jeden Fall richtig krass. Okay, gut, dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Aber das muss ich noch kurz machen. So, es ist alles aktiviert, es kann niemand mehr rummotzen. Die ganze Fahrt. Einfach mal Ruhe. Aus dem Weg, ich muss vorbei. Das große Auto hat immer Vorfahrt. So, also habe ich das in der Fahrschule zumindest gelernt. Ja, okay, nein, Leute, natürlich nicht, aber wäre schön. Manchmal wäre es wirklich schön. Vor allem hier im Fernbus-Simulator. Ah, wir müssen uns einordnen rechts. Leute, was? Schreibt es mir in die Kommentare. Soll ich mal eine Folge machen, wo ich wirklich versuche, richtig ernst zu fahren? Also wirklich ohne Crash, ohne Geschwindigkeitsüberschreitungen, richtig einordnen, an Ampeln warten. Also wirklich alles. Dass ich alles mache, was man hier wirklich machen muss. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich das machen soll. Gut, ich würde sagen, ach Junge, warum bremst du denn plötzlich? Ich wäre gerade fast auf dich draufgefahren. Ah, hier einordnen, das kann man auch einfach gerade so. Könnten Sie vielleicht etwas langsamer fahren? Nein? Du bist doch pünktlich angekommen, oder nicht? Guck mal, der LKW ist so. Junge, habt ihr den gerade gesehen, Leute? Der ging auch ganz schön ab. Ja, Leute, ich weiß, ich muss umdrehen. Ich bin vorbeigefahren. Scheiß Taxi, Batz! Ihr Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt. Ah, eigentlich schon. Oh, geschmeidig. So, gut, dann geht's jetzt nach Berlin. 173 Kilometer noch.
Ich denke, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil Berlin ist eigentlich schon eine geile Stadt. Also vom Optischen rede ich jetzt immer so. Ne? Ich will mich jetzt hier nicht zu weit äußern, aber vom Optischen, es ist eigentlich ich war noch nie richtig in Berlin, ich war nur außen. Außerhalb von Berlin, also diese Umgebung, also so ein paar Kilometer weg von Berlin, also ihr wisst, was ich meine, halt in dem Umfeld, so die Nebenstädte, also, ja, keine Ahnung, wie groß Berlin ist, 10 Kilometer außerhalb des eigentlichen Stadt von Berlin. Und, ja, also da muss ich sagen, weil die Landschaft ist eigentlich mal gar nicht so schlecht. Und sonst habe ich eigentlich jetzt nicht schlecht zu Berlin gehört. Also wüsste ich jetzt zumindest nicht. Also ich bin gespannt. Und naja, ich weiß auch nicht, ob das auch wirklich maßstabgetreu und realistisch im Fernbus-Simulator nachgebildet ist. Aber das werden wir dann bald sehen, würde ich mal behaupten. So. Ja gut, also ja, von Magdeburg ist es ja nicht so weit. Ich hole mir noch einen Zug hier. Klimaanlage zu kaufen. Also, euch kann man es nicht recht machen. Es ist nicht möglich. Ich dachte vorhin, komm, heute bin ich mal auf Gönnermodus. Ich schaue sogar, wie ich das machen kann. Ich habe die Ansicht gewechselt, habe extra an der Tankstelle gehalten, um euch das ganze Zeug einzuschalten. Macht euch die Klimaanlage kalt, damit ihr in diesem heißen Wetter draußen einfach mal ein bisschen kühl habt im Bus und ein bisschen entspannen könnt. Und nicht einfach verreckt vor Hitze im Bus. Na, aber jetzt motzt die, das ist zu kalt. Ja, was soll ich denn einstellen? 22 Grad oder was? Es ist doch viel zu heiß in dem Wetter. Okay, 22 Grad geht vielleicht noch, aber dann motzt ihr, boah, ist wieder zu heiß, keine Ahnung was. Also man kann es euch nicht recht machen. Es ist unmöglich. Ohne Witz, es ist unmöglich. Dann wollt ihr auch noch Tischservice, oder? Dass ich schön durch die Gänge werfe beim Fahren, hier Tempomat rein tue, Autoassistent und dann zu euch vorkommen und euch dann auch noch mit Essen bedienen oder was? Also, ohne Witz, also das ist, man kann es denen nicht recht machen. Unmöglich. Also wirklich unmöglich. Okay, gut, dann würde ich sagen, hier rechts. Obwohl, die müssen gar nicht raus, nein, die müssen geradeaus weiter. So. Oder ist so meine Folge, wo ich mich an die Regeln halte, hätte ich eigentlich, was heißt Bock? Ja, aber wäre mal interessant, würde ich mal behaupten, ob ich das wirklich schaffen würde und wie das so ist. Ah, Polizei, was geht? Jo. Ah, ich dachte, kommt die andere Spur, da würde ich ihn wegrammen. Okay. Oh Gott. Mein Gott, Handys aus, Handys aus. Mach doch die Handys aus. Also, ja, es ist so schlecht, kann euer Empfang nicht sein. WLAN, okay, ich habe vielleicht WLAN eingeschaltet, aber sonst war es auch immer. Ach Gott. Oh, aber, ja, okay. Ein bisschen gucken. Okay. Und ich wieder auf die andere Spur kommen. So, einwandfrei. Aber ich muss schon sagen, also, Fernbus-Simulator ist schon ein geiles Game. Aber. Es fehlt irgendwas, eine Kleinigkeit. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist schon geil, so mit dem Bus ein bisschen zu cruisen, ein bisschen so hinfahren, aber jetzt gerade diese Strecke, so Autobahn, das finde ich jetzt nicht so geil. Also, das muss ich sagen, es ist jetzt nicht so. Was geht da denn hier ab? Nichts, überhaupt nichts. Fahr selber, wenn es dir nicht passt. Jetzt bin ich angepisst. Ohne Witz bin ich angepisst. Woher war ich jetzt stehen geblieben? Ja, es fehlt so ein kleiner Pep, wenn man das so sagen kann. Irgendwas fehlt im Fernbus-Simulator, weil dieses Autobahnfahren, es bockt sich. Landwirtschaft, sag ich schon. Landstraße bockt sich richtig. Aber, wisst ihr, ich muss hier einfach nur schauen, dass die auf der Spur bleibt und eventuell, wenn das doch will, niemanden crasht. Aber mehr muss ich halt auch wirklich nicht machen hier so auf der, ihr wisst, wie ich meine, Leute, auf der Autobahn. Und ja, da fehlt mir irgendeine Kleinigkeit. Irgendwas, ich weiß nicht, was man einbauen kann, aber vielleicht könnte sich was einfallen lassen. Irgendwas, ich weiß nicht. Weil, ja, es fehlt mir irgendwie was. Es ist irgendwie, keine Ahnung, so mal so, ja, das ist so ein Polizeieinsatz mal weg. Also, so eine Straßensperrung und dann müssen wir so Umleitung über Landstraße fahren oder so, weil Autobahnvollsperrung unverpassiert ist oder so. Also, ich weiß, es klingt ein bisschen krass, aber ich denke, sowas ist schon machbar. Und also, ich denke, das wäre mal was, wo so ein bisschen anders ist, würde man behaupten. Und genau, deswegen, ich weiß nicht. Vielleicht wäre es ganz geil. So, 91 Kilometer noch, 90 bis Berlin.
auch perfekt. Guck mal, der hat's kapiert. Ich komme, Bus kommt, er fährt rechts. Genau so möchte ich das haben. Sehr gut. So. So, ich bin gerade ein bisschen Concentration. Ich finde dieses Geräusch ist einfach immer so. Oh, jetzt können wir wirklich einschlafen. Ja. Oh Gott, also Leute, das ist ja wirklich. Was machen die denn hier schon wieder? Ihr müsst ein bisschen schneller fahren. 102. Es gab jetzt auch so ein Update im Fernbus-Simulator. Ich weiß nicht, ob die was an den Straßen auch geändert haben oder so. Aber es gibt so neue Busse und so ein neues DLC. Ist übelst geil, aber ich habe nicht vor, das zu kaufen, weil ich spiele Fernbus-Simulator eigentlich nicht mehr so oft, würde ich mal behaupten. Und ja, deswegen. Müsste ich mal gucken. Aber keine Ahnung. Morgen habe ich eine Erkältung. Wir werden alle sterben. Guck mal, ich habe eigentlich fast perfekt die Spur gehalten, oder nicht? So, Leute. Jetzt habe ich es heiß gestellt. 28 Grad. Ich wette mit euch, in 5 bis 10 Kilometer Entfernung heißt es, ich schmelze vor Hitze, ich ersticke gleich, irgend sowas. So, ist das der Berliner Fernsehturm? Sieht irgendwie danach aus, aber ich kenne mich nicht aus. Aber ich glaube schon, oder? Es müsste Berliner Fernsehturm sein. Ja. Boah, der Husten hört sich nicht gut an. Du solltest vielleicht mal zum Arzt gehen. So, 55 Kilometer. Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie das hier dargestellt wird, Berlin im Fernbus-Simulator. Also bin ich wirklich gespannt. Jo. 50 Kilometer. Oh Gott. Ja, aber eigentlich müssen die Deutschen ja hier gut fahren können. Also, das ist eigentlich, also so schwer auf jeden Fall mit der Führerschein. Also, das finde ich persönlich auch wirklich. Also, in Deutschland ist der Führerschein deutlich schwieriger wie in anderen Ländern. Also, kommt drauf an, in welchen, aber wie in den meisten Ländern deutlich schwieriger. Also, das ist das Niveau. Du musst schon wirklich lernen für den Führerschein. Wie gesagt, ich mache ja gerade einen Moped-Führerschein, Rollerführerschein. Und, Bruder, warum bremst du denn eigentlich? Ah, zu, ich sag's dir. Ja, genau, Späße, wenn du rechts fährst. Also, das, da sieht man auf jeden Fall das. Hallo, du. So. Jetzt hast du ein Problem, ne? Jetzt da, ja, genau. So, jetzt hast du das alles davon, was du haben wolltest. So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Also, wie gesagt, ich mache, wie gesagt, gerade einen Führerschein, Rolle, Moped, wie auch immer man das nennen mag. Führerschein. Und aktuell, ich bin gerade bei der Theorie. Ich schreibe jetzt dann bald Theorieprüfung. Also es ist schon, du musst wirklich lernen, weil also du fällst wirklich schnell durch. Ich bin zwar noch nicht durchgefallen, aber Freunde von mir, zwei Stück, sind tatsächlich das erste Mal durchgefallen. Beim zweiten haben sie es zwar bestanden, aber beim... Also das, es ist nicht ohne. Praktische Prüfung, man muss schon was können. Also es ist nicht ohne. Aber man, bei manchen denkt man sich dann trotzdem, also was sie da gesoffen haben während der Prüfung, weiß ich jetzt nicht. Genau. Also eigentlich müsste es eigentlich schon ganz gut sein, das Niveau von Deutschland, was Führerschein betrifft und Fahren, aber kann ich euch nicht sagen. So, 26 Kilometer. Ich bin gespannt, wie groß Berlin jetzt wirklich in dem Fernbus-Simulator dargestellt ist und wie es umgesetzt wird. Ich bin wirklich gespannt. Also, ich habe schon oft gesagt, aber es ist krass. Ich werde es gleich sehen. Guck mal an. Dafür hat man einen Stand- bzw. Seitenstreifen. Man kann immer als Bus ganz entspannt. Ich schreibe einfach Buslinie. Es ist einfach Buslinie. So. Links sind auch wieder welche. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Was, Alter? Was denn, Alter? Bremst doch bitte nicht immer alle so radikal. Und jetzt gibt er wieder Gas, weißt du, so richtig zur Provokation. Und ihr wetten, du ziehst jetzt auch noch gleich nach rechts zur Provokation? Ich sag's dir, der zieht jetzt gleich noch nach rechts. Ohne Witz.
Bisher nicht. Ich hoffe, dass du das auch nicht machst, weil sonst sind Schläge. So, Alter, wie ich hier an ihm vorbeiziehe. Nee. Also übrigens... Ich kotz gleich. Gerne. Nein, nicht gerne, aber in deine Tüte, wenn dann. Hier, geh mal linke Spur. Guck mal an, wie ich jetzt geschmeidig durchkomme. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau, falls irgendwie Lags oder so auftreten, es lag bei mir zwischendurch auch mal so kurzzeitig. Das liegt am Spiel irgendwie. Ich weiß nicht, auch schon. Sind Sie gerade geblitzt worden? Nein, das war ein Fotoapparat. Das ist das teuerste Foto, wo man bekommen kann. Nur als Information. So. Schwarz-Weiß, glaube ich sogar. Was wollte ich sagen? Ja, das liegt nicht an meinem PC, sondern am Spiel tatsächlich. Weil ich check's. Ich habe die Einstellung auch mal ganz runtergestellt auf Minimum. Und da gibt's auch so kleine Stotterer oder so. Also das muss tatsächlich irgendwie am Game liegen. Aber ich habe auch mal bei anderen erfolgreichen YouTubern, professionelleren YouTubern. Hat dieser Bus keine Klimaanlage? Mal. Guck, jetzt motzt der rum. Keine Klimaanlage. Wow. Also, ich kapiere es nicht. Auch vorbeigeschaut bei anderen YouTubern und da ist eigentlich auch immer mal wieder Lags. Also, ich glaube, das liegt nicht an mir, sondern wirklich, also am PC, sondern wirklich am Spiel. So. Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Oh, jetzt seid ihr wieder zufrieden. Ne? Ich lasse euch einfach in den Bus drin und bringe. Nein, Spaß. Boah, geile Masse ist hier. Nicht schlecht. F9. Berlin. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die ganzen Leute ausgeladen. Aber wir. Sind ja alle draußen? Jawohl. Wir machen noch eine kleine Tour, Leute. Ich will mal noch ganz kurz weiter. Ja, schön. Ich will mal rüberschauen. Also mal kurz ein bisschen durch die Stadt fahren. Nur so ein bisschen. Weil ich will gucken, wie das so alles gebaut ist. Das interessiert mich wirklich. Ich würde sagen, wir fahren nach links und dann müssen wir gucken, wie die Straße weitergeht, dann nach rechts, würde ich sagen. Weil mich würde es wirklich interessieren, so ganz kurz, nur so eine Minute oder so mal. Und schauen, Spritpreise 1,35, was? Also ist ja genial. Ich will also diesen Fernsehturm da vorne fahren. Oh, was ist das? Was ist das? Boah, das weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ich weiß es nicht. So, okay. Ja. Okay. Oh, da ist so ein Foto. Aber ich glaube, wir waren tatsächlich doch schon mal in Berlin, ne? Also, da kann ich mich dran erinnern, an diesen Fotopunkt hier. An diesen riesen Kreisverkehr. Alter, ist der bombastisch riesig. Kann ich mich dran erinnern. Ach man, die Straßen gehen hier gar nicht weiter, die sind alle abgesperrt. Ach, schade. Aus dem Weg, ich komme. Das ist einfach wegen der Bahn. So, hier fahren wir nochmal kurz links. Max, du hast mich gerade fast zum Crashen gebracht, blöde Sau. So, Kopfsteinpflaster. Oh, merkt man gleich am Lenkrad. Aber sonst, glaube ich, kann man jetzt hier nicht mehr ganz so viel entdecken. Ich glaube, das größte Heiligste, wenn man so sagen kann, habe ich tatsächlich entdeckt. Ich habe jetzt keinen Bock auszuweichen. Die Ampel auch noch schnell mitnehmen. Aber nee, wirklich, ich glaube, wir haben das meiste gesehen von Berlin. Ist das Hochhaus? Was soll das da schon? Okay, ich glaube schon Hochhaus. So, Polizei. Du sagst mir hier gar nichts. Pats! Bam! Oh, sorry. Was sind das hier? Riesen Buildings. Achtung, aus dem Weg, Bowling. Wir spielen einfach Bowling jetzt. Fahren wir jetzt mal noch kurz links rein. Oh, das war jetzt nicht gut. Hilfe. Upsala. Passen wir eigentlich mal so durch. Ich glaube schon, hoffe ich. Ja, easy. Okay. Gut, dann würde ich sagen, war es mit der heutigen Folge vom Fernbus-Simulator. Ich denke, ich cruise hier noch ein Stück weiter. Ich schaue mir das Ganze hier mal an. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Ah, hier kommt man wieder auf eine Autobahn oder so. Wow, okay. Hat niemand gesehen, Leute. Aber wir können uns mal noch kurz die Auswertung angucken, ausloggen. Ich bin gespannt. Boah, guck mal an, Leute. 10, alles perfekt, Service. Alles schön, alles super. Verkehrsregeln. Lenkzeit, Betriebszeit eingehalten, Passanten verletzt, keine. Und keine Unfälle.
Radarkontrolle vergessen wir. Und hier Bremsfehlverhalten und Lenkfehlverhalten auch nicht. Also man muss schon sagen, es sieht gut aus. Ja, dann würde ich jetzt sagen, das war's jetzt wirklich mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, lasst ein Like da, wenn ihr weitere Folgen habt. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir das jetzt machen sollen, mal mit so einer Folge, dass wir mal, oder dass ich mal komplett nach Regeln fahre. Genau. Gut, dann würde ich jetzt sagen, habt noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao.